Masiwasi, der den Ball abgenommen hat, startet nach vorne durch, schickt auf der rechten Seite. Hess kann den Ball reinbringen. Masi winkt schon, gib ihn zu mir. Masi kann direkt schießen, macht er auch, aber flach. Oh, jetzt, Jolak. Ball abgenommen und Ballfall auf die rechte Bank. Ratiotti geschickt ist jetzt rein. Strafraum mit dem Ball, kann den Ball nochmal zu Hess abschieben. Oh, mach's doch, ist vor dem Torwart. Kriegt Muratic den Ball flach raus. Ja, natürlich nicht nur für alle Leute, die auswärtig zuhören oder nicht das Spiel können. So, man kann eben auch die Chance, super, Hess rennt da nochmal nach, versucht den Ball reinzukriegen. Jetzt gibt's hier mal Vollgas. Oh, Hess kann eben den Ball nach. Jetzt gab Ratiotti jetzt im Strafraum, nachdem keiner von Eintracht den Ball unter Kontrolle kriegen kann, bringt den Ball nochmal rein. Links zu Martin Wagner, kann Wolli anziehen auf Hess, kriegt den Ball. Deine Güte! Zentimeter! Vorbei, Zentimeter! Haarnadel, dünn! Minute, ein Mann! Weniger bei Eintracht Frankfurt, Stadion immer ungeduldiger, keiner sinkt mehr, alle schreien und mal nach vorne hier der Scheißball. So, jetzt auf der rechten Seite bei Cracciotti von Malfall eben gekommen, schickt jetzt Hess weiter. Hess gibt doch mal Gas jetzt, den Ball richtig an, Eintracht-Spieler springt rein, wie bekloppt da fliegt hin. Hess nochmal zurück auf Cracciotti, Cracciotti rein mit dem Ding, Huckler jetzt! Huckler hat nochmal nachgeschossen! Tor! Für den ersten Mal in Mannheim, immer die Schlussphase hier! Meine Güte, geht's um was! Meine Güte, geht's sowas? Huckle bringt den Ball quer rein. Wer hat ihn gemacht? Wer hat ihn gemacht? Was hat mir wen gemacht? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Meine Güte, für alle Leute, die es zuhören, immer wieder das gleiche Lied. Sechs gibt's keiner, der Waldo spielt. Jawohl, so ist es. Und keiner hat gesehen. Keiner meine Fresse, er sagt der Freund.